spannenden Mittagstalk. Drei von meinen Gästen könnten dort noch mitmachen. Es geht nämlich um Frauenpower für mehr Innovation. Aber zwei Orte gleichzeitig können sie nicht sein. Darum geben wir jetzt auf zur Miriam und die stellt dir das Panel vor. Willkommen bei diesem Mittagstalk zu Frauen in der Innovation. Heute sind nur 13% der Angestellten im Innovations- und Tech-Bereich Frauen. Und sogar von diesen 13% hören mehr als 50% frühzeitig auf. Wieso ist das so und wie kann man das ändern? Die Fragen hat das Frauennetzwerk Be Like Grace in ihren Videos auf YouTube mehreren Frauen gestellt, die eben genau in diesem Bereich unterwegs sind. Und wir haben uns von den vielen Befragten 5 Gäste herausgepickt, mit denen wir heute ausgewählte Fragen und Antworten besprechen werden. Hier in der Runde bei mir sind einerseits Brigitte Hulliger, die genau dieses Frauennetzwerk Be Like Grace initiiert hat. Sie ist aber auch selbstständig unterwegs bei ihrer Firma Break the Box. Sandra Kohler, die Geschäftsführerin ist bei Kohler und Partner. Silvia Nadenbusch, Geschäftsführerin bei Konzepterei und Co-Founderin von Lars Brillen. Claudia Bleuenstein, Leiterin Investment Development bei PostFinance. Und Katrin Sahner, ebenfalls bei der PostFinance im Corporate Venturing. Ich bin gespannt auf die Runde. Ich freue mich, viele bekannte Gesichter und auch einige neue. Und freue mich auf die Themen mit euch über diese Mittagsstunde. Und wie gesagt, wir haben ein paar Videos und deswegen wollen wir auch gerade schon mit einem der Videos anfangen. Wie ihr merkt, es sind ziemlich viele Chefinnen oder Frauen in Führungspositionen hier und wir wollen mal schauen, was Sandra zu dem Thema Chefin sein gesagt hat. Ja, ich bin schon Chefin und CEO. Es ist nicht eine Bezeichnung, die mir wichtig ist. Ich finde, wenn man jemanden fragt, was machst du, muss man nicht als erstes sagen, dass man Chefin oder Chef ist, sondern mich interessiert eigentlich, was die Person inhaltlich macht. Ich finde das immer etwas komisch, wenn man jemanden fragt, was machst du? Und dann heißt es, ich bin selbstständig oder ich bin CEO, da weiß ich eigentlich noch gar nichts. Es ist nicht etwas, das mir wichtig ist und ich denke, es ist auch nicht mehr zeitgemäß in so traditionellen Strukturen zu denken. Aber ja, wenn du es so hören willst, ich bin Chefin oder CEO von unserem Familienunternehmen. Super. Sandra, wenn du dich nicht als CEO vorstellen willst oder Chefin, als was stellst du dich dann vor? Ich stelle mich vor als Entwicklerin, als Expertin für Themen von Organisationsentwicklung, von Personalgewinnung, die Firmen und Einzelpersonen in diesen Themen unterstützt, aber sicherlich nicht als Geschäftsführerin oder Inhaberin oder irgendwie so. Aber du hast sicher auch schon erlebt, der Titel macht ja doch etwas mit den Leuten, es macht was bei den Menschen, wenn man sich als Chef vorstellt. Wie gehst du damit um oder was sind auch deine Erlebnisse? Ja, es ist so ein Konflikt, den ich immer ein selber mit mir am Austragen bin. Also für mich persönlich ist es gar nicht wichtig, so zu wirken. Ich merke aber in vielen Themen, im Sales, wenn man in Austausch kommt mit Leuten, hat es eben doch eine sehr positive Wirkung. Man kommt mit gewissen Leuten, die vielleicht sehr relevant oder auch spannend sind, mehr ins Zentrum. Wir haben jetzt gerade dran, bei unserem Unternehmen einen Neuauftritt zu machen. Und wir wollen eigentlich ganz bewusst von Funktionsbezeichnungen wegkommen, weil wir die eigentlich intern nicht brauchen. Wir haben uns aber jetzt gleich so ein bisschen schweren Herzens entschieden, dass es jetzt eben auf dem Visitenkärtchen doch noch steht. Einfach weil es Türen öffnet. Und ich merke aber in mir innen, bin ich da immer ein bisschen selber im Konflikt. Und es ist sicherlich auch nicht etwas, was ich als erstes jemanden frage, was machst du oder was hast du für eine Funktion? Genau, ich kenne das nur allzu gut. Wenn man der CEO ist, wird man gleich auch in andere Kreise aufgenommen, wie wenn man so irgendwie sonst jemand ist. Gleichzeitig, wir haben heute viele in der Runde, die entweder in einer Führungsposition sind oder ihre eigene Chefin sind. Und für die, die zu Hause sind und uns zuhören und wollen wir vielleicht auch ein bisschen motivieren, dass es doch etwas Lässiges ist, auch ein bisschen Chef zu sein oder seine eigene Chefin zu sein. Brigge, was ist das Beste dran, seine eigene Chefin zu sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Also für mich sind es zwei Sachen, Vorteile und Nachteile wahrscheinlich in einem. Das Schönste ist natürlich, Komplimente bekommt man ungefiltert auch gerade mit. Also man ist immer selber dafür verantwortlich, was man gut macht. Aber gleichzeitig bekommt man natürlich die Kritik auch gerade so über. Man hat sehr viele Freiheiten und ich genieße das wahnsinnig fest. Aber natürlich heisst es auch, es ist jetzt nicht so, als wäre ich alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also am Ende des Tages muss man dann gleich auch einem Kunden zufriedenstellen oder liefern. Aber grundsätzlich ist es sehr spannend, ist sehr vielseitig, mit Mitspracherecht. Man kann natürlich die Firma sehr stark in eine Richtung lenken und das genieße ich ganz fest. Ja. Merci vielmals. Katrin, bei dir ein bisschen ein ähnliches Thema. Ich habe in einem Video von dir herausgefunden, dass du eigentlich sehr gerne möglichst viel VR-Mandate haben willst. Es geht ja auch ein bisschen so um so eine Führungsrolle. Wie kommt's oder was ist deine Überlegung dahinter? Meine Überlegung dahinter ist, dass wie ein einflussreicherer Job, dass man hat, wie mehr kann man bewirken. Und ich denke, eben, es ist eingangs gesagt worden, Frauen sind massiv untervertreten. Und ich denke, wenn man in dieser Position ist, kann man auch aktiv mitwirken, um dort entsprechend die Gleise richtig zu lenken, um dort auch etwas zu verändern. Mhm. Merci. Wir bleiben gerade bei Katrin, denn Katrin hatte noch einen ganz anderen interessanten Input in ihrem Video. Und wir wollen uns anhören, was Katrin in Bezug auf welche Klischees es vielleicht so gibt als Frau und wie man anders darauf reagieren kann, zu sagen hat. Ich bin besonders stolz, dass ich mal Eishockeyspielerin war in Amerika. Es war so, ich habe dort als 16-Jährige ein Austauschjahr gemacht und weil ich eher klein und leicht war, wollten mich alle in die Cheerleader-Gruppe stecken. Und dann habe ich einfach aus Prinzip gesagt, ich mache genau das Gegenteil, ich werde jetzt Eishockeyspielerin. Ich hatte saumäßig Angst, das kann ich sagen, vor den ersten Spielen. Und, ich bin nicht möglichst nah zum Puck, sondern immer möglichst weit weg. Super, Katrin, wie ist die Eishockey-Story ausgegangen? Hat es noch ein gutes Ende genommen, oder? Ja, also erfolgreich war ich nicht. Also bis zur Nationalspielerin habe ich es nicht geschafft, aber immerhin blieb ich die ganze Saison unverletzt. Und ich glaube, was das Wichtigste ist, ich habe extrem viel davon mitgenommen. Also ich habe gemerkt, so viel, wenn man etwas probiert, das man nicht kann, so viel Schlimmes kann gar nicht passieren. Also ich konnte nicht Eishockey spielen, bevor ich in die Mannschaft gegangen bin. Ich konnte es danach wahrscheinlich auch nicht, aber ich muss sagen, so what. Also das, was man daraus ziehen kann, ist ein massiver Mehrwert. Und was für mich besonders prägend war halt, dass ich gemerkt habe, dass dich die Leute unterstützen. Also wenn du, also ich denke, das darf man nie vergessen, wenn du den Wille zeigst und wenn die Leute um dich herum merken, dass du, auch wenn dir die Kompetenz noch fehlt oder dir fehlt das Wissen, aber dass du wirklich den Willen hast, dazu zu lernen und besser zu werden, dass du viele Leute um dich herum hast, die dich auch stützen und unterstützen, weiterzukommen. Ja. Und du hast ja auch erwähnt, das ist ja ein bisschen dieses Klischee gewesen von so die junge, leichte, dünne, komm, mach doch Cheerleader. Als Frau hat man ja immer wieder diese Klischees. Und ich denke, eins davon ist auch die Nettigkeitsfalle. Und ich glaube, das kennen auch diejenigen, die in Führungsrollen sind. Vielleicht so dieses Nettigkeit, nett sein müssen. Ist das für Frauen ein Hindernis? Claudia, wie siehst du das so? Fällt man als Frau in diese Nettigkeitsfalle vom Klischee nett sein, wenn man in der Führung ist? Ja, das ist eine spannende Frage. Also, ich finde, Frauen müssen nicht grundsätzlich nett sein. Also, das ist meine Überzeugung und ich bin auch nicht so. Also, ich bin jetzt nicht grundsätzlich nett, sondern ich versuche wirklich immer, meine Position aufzuzeigen. Oder zu verteidigen ist vielleicht auch nicht das richtige Wort. Aber ich finde, Frauen müssen nicht grundsätzlich nett sein, weil sonst fallen sie ja in das Klischee. Und darum bin ich eher eine, die sagt, zeigen, was ihr könnt, oder wir zeigen, was wir können. Und es geht nicht darum, dass wir nett sind, sondern dass wir in Sachen etwas vertreten und dass eben Bürger können vertreten wie auch unsere männlichen Kollegen. Gibt es aus deiner Sicht noch so andere Klischees, wo man meint, ja, als Frau sollte man ja so sein, wo man sich selber dann letztendlich einschränkt? Was ist deine Erfahrung? Ja, es gibt ganz viele Klischees, im Privaten wie auch im Geschäftlichen. Oder im Privaten merke ich immer wieder, dass ich kontaktiert werde als Mutter. Von anderen Eltern, von Lehrpersonen.
selten ist mein Mann die erste Kontaktperson, auch wenn sein Nummer eigentlich auch gerade bei meinem Nummer steht. Also, das ist etwas, was ich stark wahrnehme. Oder auch beim Abmachen. Die Mütter fragen die Mütter. Das ist sicher ein Klischee. Oder auch wenn ich mit meinem Mann unterwegs bin. Er ist auch CEO, der ist automatisch irgendwie so ein bisschen höher gestellt als ich. Also, das erlebe ich immer wieder. Aber ich denke, mich kann die Leute nicht darauf aufmerksam machen. Oder auch mal so ein bisschen im O-Ton eine Bemerkung lassen, ohne dass man es stark muss in die Waagschale werfen muss. Mhm. Ich glaube, wir werden nachher noch mal ein bisschen mehr darauf zu sprechen kommen. Aber es war gerade so eine super Überleitung. Ich glaube, Sandra, das Thema von, dass man dann doch eher den Mann kontaktiert als die Frau. Ich erinnere mich gut, wir hatten mal genau zu dem Thema ein Gespräch. Also hast du auch dieses Gefühl, dass man halt sowohl beruflich wie auch privat oft in eine Ecke geworfen wird und dann eigentlich nur noch entweder dem entspricht oder halt dem entgegenwirken kann? Ist das eine Herausforderung, die du auch immer wieder hast? Also es ist eine Herausforderung, die sich mir sehr häufig stellt. Ich kann das nicht gerade generell sagen oder pauschalisieren. Und ich merke auch so in mir, dass ich mich sehr oft damit beschäftige, einfach wie begegne ich jetzt dem? So wie du jetzt gerade hast gesagt, einfach so ein bisschen feine Bemerkung und so schon so lasse stehen. Oder gehe ich eben auch in die Offensive und bin dadurch vielleicht nicht so nett, wie es das Klischee bedient. Finde ich aber auch noch spannend, dass wenn eine Frau vielleicht nicht ganz dem Klischee entspricht, dann ist sie ja immer gerade stutenbissig oder hat Haare auf den Zähnen, oder? Und der Mann nebenan ist dann wahnsinnig durchsetzungsstark. Mhm. Und ich verhalte mich dort auch nicht immer ganz konsistent. Also merke, manchmal lasse ich es einfach stehen oder reagiere fein. Und manchmal, wenn es irgendwie dritte oder vierte Mal in Folge erlebt habe, gebe ich sicherlich dort doch ein bisschen mehr Gegensteuer. Also, so ein Beispiel ist, wir haben vor 5 Jahren unser Haus umgebaut und haben dort sehr viele Bausitzungen gehabt. Und mein Mann und ich haben das immer aufgeteilt. Entweder war er vor Ort oder ich. Und wir haben abgemacht, einfach der, der vor Ort ist, der oder die entscheidet. Oder? Jedes Mal, wenn mein Mann vor Ort war, hat es geheißen, es ist gut, machen wir so. Und bei mir hat es selber geheißen, ja, du es doch noch mit dem Mann besprechen, oder? Bis ich dann dort auch mal gesagt habe, nein, ich habe das jetzt im Fall entschieden und muss aber dann auch schauen, dass ich dann bei dem bleibe und eben nicht noch ein bisschen weitergehe. Genau. Super. Silvia, bei dir habe ich auch noch was entdeckt, was so perfekt zu diesem Thema passt. Du bist ja als Mitgründerin zu Lars Brillen dazugekommen, warst aber nicht die ursprüngliche Gründerin. Mhm. Und ich glaube, für dich ist es auch ein Thema, wie verhältst du dich, dass du dich vielleicht nicht zu sehr in den Vordergrund drängst oder wieder eine neue Rolle finden? Mhm. Das ist ja so. Also der Simon ist schon länger mit Lars Brillen unterwegs. Er hat ein wunderschönes Produkt entwickelt, designt, hergestellt. Wir haben es vor rund einem Jahr kennengelernt und ich bin eigentlich wie so ein bisschen reingeschlittert in das ganze Thema. Ich habe ihn zuerst aus externer Perspektive unterstützt, bis wir dann eigentlich wirklich wie die Zusammenarbeit intensiviert haben und mir total den Arm genommen hat und mir jetzt echt dasteht, um das zusammen zu gründen. Das Thema Co-Founder, also wir haben sehr ausgeglichene Art von Zusammenarbeit, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben natürlich auch unsere Themen. Der Simon kommt von Technologie her, er kommt vom Design her. Also er hat sein Themengebiet, ich komme von Kommunikation, vom Marketing her. Ich habe mein Themengebiet, die haben wir sicher so aufteilen können, dass wir dann wirklich da optimal auch unterstützen können. Was mir jetzt natürlich auffällt, jetzt bin ich eine Gründerin hier auf Platz Bern und ich werde so ein bisschen in den Vordergrund gedrängt, im Sinne von, ich hocke jetzt hier in dieser Runde, es ist nicht der Simon. Ich bin für den Bund bin ich interviewt worden für einen Beitrag, den sie gemacht haben. Dort ist es auch um Gründerinnen gegangen. Und plötzlich stehe ich dort hier so ein bisschen im Fokus. Das ist so. Das ist mir nicht immer recht. Oder ich suche das wie nicht. Und Hanker muss ja sagen, wenn er Sache dient, wenn ich meine Meinung dazu gebe, zu einem Thema, das mir auch wichtig ist, wenn es mir sogar noch gelingt, um auch für Lars einzustehen, für Lars Brillen einzustehen, dann nutze ich das. Und das ist sicher auch immer abgesprochen mit dem Simon und er unterstützt es genauso. Ja. Super, das ist ein so spannendes Thema. Ich glaube, wir können alle ein Liedchen davon singen, dass man zum Podium oder zum Event eingeladen wird, weil es braucht halt noch eine Frau. Man genießt dann zwar einerseits so das Rampenlicht, oder? Und die Chance, das zu bekommen. Und andererseits ist ja auch ein bisschen traurig, man wird gerne eingeladen werden, nicht weil man eine Frau ist, sondern aus allen anderen Gründen. Mhm. Ich weiß nicht, Brigge, wie stehst du dazu? Soll man das einfach nutzen oder fühlst du da immer noch so ein bisschen so dieses, ach, jetzt habe ich es nur bekommen, weil ich eine Frau bin? Oder wie gehst du damit um?
Also für mich, ich habe durchaus auch schon diverse solche Einladungen bekommen. Für mich habe ich meine persönliche Regeln aufgestellt. Ich gehe nur, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich kann etwas inhaltlich dazu beitragen. Also wenn mir jetzt irgendjemand würde, ich sage jetzt etwas zu Kommunikation, befragen, ob ich auf ein Podium kommen oder keine Ahnung was, dann würde ich das ablehnen, weil ich muss sagen, ja, also noch wenn ich die einzige Frau auf dem Podium bin, kann wirklich nichts dazu beitragen. Und hankerum, aber wenn es irgendetwas mit IT zu tun hat oder mit Netzwerk oder MINT oder wenn ich das Gefühl habe, ich kann etwas dazu beitragen, dann mache ich das sehr gerne und ich schaue so ein bisschen als meine Verpflichtung irgendwo durch an. Ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, auch Frauen in die Runde hineinzubringen, sichtbar zu machen, auch ein bisschen Vorbildcharakter eigentlich im Fluss zu haben. Und ja, das ist so, wie ich persönlich damit umgehe, aber ich habe das Gefühl, es müsse auch für sich selber ausmachen. Ja. Mhm. Vielen Dank. Jetzt, wir haben schon kurz von Silvias Geschichte gehört, von Lars Brillen und wie sie dazu gekommen ist. Aber wir wollen noch ein bisschen mehr von Silvia hören, denn bevor sie zu Lars Brillen gekommen ist, hat sie eigentlich vorher schon den großen mutigen Schritt gemacht. Ich bin besonders stolz darauf, dass ich mich vor 2 Jahren komplett aus meiner Komfortzone herausbewegt habe. Ich hatte eine Festanstellung bei Swisscom, Großkonzern, alles tipptopp. Ich hatte ein wunderbares Team, hatte wunderbare Aufgaben. Und doch hat mich die Neugier daraus gekitzelt. Also ich habe wirklich ins Blaue gekündigt, hatte keinen Plan. Dieses keinen Plan haben hat sich länger hingezogen, als ich eigentlich dachte. Und darauf bin ich stolz, weil ich habe da wirklich gelernt, auszuhalten und nicht immer in der Norm zu sein. Silvia, würdest du es wieder tun? Absolut. Also bereust du es nicht eine Minute? Ich habe es keine Sekunde bereut. Und ich bin immer davon ausgegangen, ja, ich habe meinen Job sehr, sehr gerne gehabt. Ich hatte ein super Team gehabt. Ich war in einer sehr spannenden Abteilung. Wir haben super spannende Themen, Projekte betreuen. Und das war ein relativ spontaner Entscheid gewesen. Also mein Partner daheim hat nicht gewusst, dass ich an diesem Tag meinen Chef zur Seite nehme und sage, ich werde gekündigt auf Ende Monat. Es war wirklich sehr spontan gewesen, so aus dem Bauch raus. Ich würde es immer wieder machen und ich bin dann wieder voll ausgegangen. Irgendwann kommt so der Moment, wo ich so das Gefühl habe, hätte ich doch dann nicht. Aber es hat sich wirklich nie eingestellt, in den ganzen 2 Jahren nicht. Mhm. Was würdest du anderen Frauen raten, die vielleicht den Schritt machen wollen, aber gerade noch nicht den Mut dazu haben? Raten ist immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, es hat wirklich so mit dem eigenen Empfinden zu tun. Es ist schlussendlich so ein Momentum, so eine Neugier, die ich dann schlussendlich bei mir entwickelt habe. So ein Gefühl, wo ich einfach wie gewusst habe, den Schritt muss ich jetzt machen. Und diesen Schritt zu machen, das muss man wie selber spüren. Also und wenn der Moment da ist, nicht mehr zu lange hin und her überlegen und nicht noch zu viele Meinungen einholen, sondern einfach das für sich entscheiden. Und was ich nachher festgestellt habe, um sich wirklich auch Zeit zu lassen. Also nicht zu meinen, jetzt geht hier das Kapitel zu Ende, Corporate Job zu Ende, und dann muss sofort wieder das nächste Kapitel aufgeschlagen werden, sondern sich dort hier auch Zeit lassen und wirklich das unverplant sein, das ganz bewusst auch nutzen, um sich selber mal vielleicht ein bisschen anders kennenlernen, andere Sachen ausprobieren. Ich habe in der ersten Woche, nachdem ich nicht mehr gearbeitet habe, ein Catering gegeben. Ich habe im Lockdown habe ich Menü für das Altersheim ausgeliefert. Also einfach mal ausprobieren und mal ganz andere Sachen auch an sich herkommen und mal schauen, was es mit dem macht. Mhm. Sehr spannend, dieses Ausprobieren, immer wieder Neues anfassen und gucken, was passiert dabei. Genau. Sehr schön. Sandra, ich möchte bei dir noch mal einhaken, denn wir haben eine spannende Frage vom Publikum bekommen. Das Schöne an den Digitaltagen ist ja, man hat zwar kein Live-Publikum, aber trotzdem ein paar Fragen vom Publikum. Und da geht es genau um dieses Thema Führen und diese Titel. Kannst du dir vorstellen, dass es in Zukunft keine Titel mehr geben wird in Unternehmen? Ich weiß, manche haben es bereits, aber wie siehst du das? Schaffen wir das? Die Frage ist, von welchem Zeithorizont dass wir reden, von Zukunft. Nein, wenn ich ehrlich bin, gehe ich nicht davon aus, dass Titel abgeschafft werden. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich das Ziel ist. Für mich geht es mehr darum, an dem ganzen Statusdenken und Hierarchiedenken wie zu arbeiten und dort wie offener, flexibler werden. Und in diese Richtung gehen natürlich ganz viele zeitgemäße oder moderne Arbeitsmodelle.
Aber schlussendlich denke ich, braucht man irgendwo schon eine Bezeichnung, vielleicht auch für eine Funktion oder für ein Aufgabenpäckchen, auch wenn das sicherlich schneller verändert als noch in der Vergangenheit. Ich glaube aber, oder ich kann mir vorstellen, oder ich wünsche mir sogar, dass die Titel und der Status, der damit verbunden ist, weniger an die Hierarchie oder auch an das Eigentumsverhältnis geknüpft sind. Super. Wir bleiben gleich noch bei dem Thema, aber für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, es sind auch ein paar Zuschauer dabei, gibt es eine kleine Umfrage, die Sie jetzt ausfüllen können zum Thema, wer oder was ist diejenigen, die hier am meisten die Frauen noch fördern sollten? Das heißt, die Frage geht ein bisschen in die Runde. Bei wem ist der meiste Handlungsbedarf, um Frauen zu fördern? Sind es die Frauen selbst, die da aktiv werden sollten? Ist es der Staat? Sind es die Unternehmen? Und wir diskutieren dann nachher gerne die Antworten. Aber wir bleiben gerade noch bei dem Thema Titel und Führungsrollen. Und ich möchte Claudia noch fragen, was ist für dich das Verständnis von Führen? Was heißt es zu führen? Das ist auch eine Frage, die wir aus unserem Publikum mitbekommen haben. Mein Verständnis von Führen ist effektiv, ein Team anzuleiten oder einem Team das Instrument bereitstellen, dass sie ihre Arbeit machen können, ihr Ziel erreichen, dass man miteinander ein Ziel erreicht oder die Arbeit verrichtet und dass eigentlich der Vorgesetzte oder die Führungsperson mehr Trauen hat vom Coach. Also man tut es begleiten, man tut aber auch das Gegen vertreten, sicher auch gegenauf. Oder? Das ist noch so ein bisschen das Hierarchische. Es gibt auch gleich noch so die Erwartungen. Als Führungsperson überkommt man eine Verantwortung und die Verantwortung muss man wahrnehmen, gegenüber aber wie aber auch gegenüber auf. Ich denke, das bleibt schon. Es ist aber viel mehr auch, wie Sandra gesagt hat, weg von dem Hierarchischen mehr zum wir sind ein Team, wir erreichen gemeinsam etwas erreichen. Und eigentlich das Ziel von mir als Führungsperson ist, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeitenden so arbeiten können, dass sie eigentlich selbstständig, dass es wie selbstständig läuft, dass man motiviert ist, eine Motivation so ein bisschen rauskitzeln, dass wir gemeinsam die Ziele erreichen können. Das ist, denke ich, mein Verständnis von Führung. Aber auch natürlich die ganze, so das Leadership, das ist ja jetzt so viel aufgekommen in den letzten Jahren. Und das verkörpert für mich so ein bisschen das Team, eigentlich das Gemeinsame. Jetzt ist die Runde heute ja eine Frauenrunde, deswegen unwillkürlich die Frage, führen Frauen anders? Wie erlebst du das? Wahrscheinlich schon. Ein Mann nimmt es wahrscheinlich anders wahr, wie er eine Frau hat oder ein Mann als Führungsperson. Aber ich von meiner Seite muss sagen, in meinem Umfeld, wo ich mich jetzt bewege, wo ich jetzt arbeite, habe ich sehr viel gute Führungsmenschen, auch männliche oder Kollegen, die ich denke, die machen wirklich ganz einen guten Führungsjob. Also, es gibt dort wirklich beides und das ist für mich auch so ein Klischee. Also ein Klischee, es ist vielleicht gar kein, dass die Frau vielleicht besser oder anders führt. Ich finde das nicht. Also Führungseigenschaften oder die Fähigkeit führen, ich glaube, das haben Männer wie auch Frauen. Es gibt leider aus meiner Sicht auch zu wenig Frauen, die eine Führungsposition inne haben. Aber ich glaube, es liegt nicht einmal am Können, vielleicht mehr auch am Wollen oder an den Möglichkeiten, die man ihnen bietet. Sehr spannend. Katrin, vielleicht gerade an dich die nächste Frage. Woran liegt es eben? Es gibt weniger Frauen in Führungspositionen. Du bist jetzt jemand, der ganz offensiv sagt, eben, dass du zum Beispiel in VR willst. Aber sind Frauen einfach tendenziell zu zurückhaltend? Nehmen sie sich selber heraus? Ich denke, ein ganz wichtiges Thema ist Vorbilder. Und ich glaube, darum sitzen wir jetzt auch alle da. Ich glaube, man strebt als Mensch sehr, sehr häufig nach dem, was man kennt. Und darum, also es gibt ja auch die Frage, was an die Kinder, was wollt ihr werden in eurer Zukunft? Und ich glaube, 80% der Mädchen sagen Lehrerin, weil das ist der erste Kontakt, den sie haben mit einer Berufsperson. Es ist eine Frau, das ist jemand, den sie bewundern, wo sie sich nachher damit identifizieren können. Und ich denke, das ist das grosse Problem von der Untervertretung von der Frauen, dass man als Frau selber noch kein Vorbild hat, wo einem vorzeigt, das wäre ein Weg, den ich auch möchte gehen möchte. Ich glaube, wie Claudia richtig gesagt hat, also viele Frauen möchten ja nicht wie Männer führen. Aber dann fehlt einem wie der Bezug zu einer Person, wo man sagen kann, das finden wir jetzt auch, oder wie auch vorher ausgeführt worden ist, das finden wir jetzt einen guten Approach. Dort kann ich mich damit identifizieren. Es geht schlussendlich nicht darum, Macht zu demonstrieren, sondern es geht mehr darum,
etwas zu gestalten. Mhm. Und ich glaube, dort muss noch ein bisschen der Mindset noch ein bisschen wechseln. Oder auch, wie vorher Claudia gesagt hat, eben ein anderes Bild von Leadership gezeichnet wurde, das nachher halt auch andere Persönlichkeiten anzieht. Auf Englisch sagt man noch so schön, you can't be what you can't see. Oder? Das ist ein bisschen das Thema, dass man die entsprechenden Rollenmodelle hat. Und ich denke, ein Thema, das man ja immer wieder hat, wenn man über Frauen redet und vor allem auch Frauen in Führungspositionen, ist das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Denn irgendwo zwischen 30 und 40 sind ja die wichtigsten Karriereschritte. Aber es ist natürlich auch die Zeit, in der man meistens Kinder bekommt. Und wir wollen doch kurz sehen, was Claudia zu dem Thema zu sagen hatte in ihrem Video. Ich bin stolz darauf, dass ich nebst meiner Familie auch meine beruflichen Ziele weiterverfolgen kann. Ich fand es auch ganz spannend. Bei fast allen Interviews haben die Frauen, wenn es um Beruf oder Familie ging oder Karriere und Familie, beide Karten hochgehalten, unter anderem du, Claudia. Wie managst du das? Ja, also es ist sicher eine Challenge, aber schon eine Frage vom Willen. Und natürlich auch hier sein Team in unserer Familie. Mein Mann tut den Teil bestreiten, wie auch ich. Wir begleiten zusammen Kinder. Also nicht zusammen, aber einer ist er, einer ist ich. Wir gehen sogar holen. Auch die Hobbys, Fahrdienste etc. Das ist wirklich, das sind wir gemeinsam dafür verantwortlich. Es ist nicht so, dass ich mehr mache als mein Mann. Mein Mann kocht auch sehr viel. Dann haben wir auch das ganze Management, also die ganze Organisation ist natürlich wesentlich. Termine koordinieren online, sich organisieren, das ist wirklich das A und O, für das man das eben kann leben, die Ziele oder die Ziele kann weiterverfolgen, arbeiten wie auch Familie. Merci vielmal. Und eine andere Person, bei der ich weiß, dass das irgendwie funktioniert, ist die Sandra. Wir haben uns auch schon mal drüber ausgetauscht und deswegen möchte ich fragen, wir reden ja eben viel über Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber ein wesentlicher Teil davon sind natürlich, wie wir bei Claudia schon gehört haben, die Männer. Wie siehst du das? Was ist der Job der Männer, damit das funktionieren kann? Also ich finde, es gibt nicht den Job der Männer. Ich finde, dass man das einfach als Paar muss aushandeln. Und du hast jetzt eben gesagt, wir machen etwa gleich viel daheim und ob da beide das Gleiche machen oder wer macht was, denke ich, spielt schlussendlich nicht so eine Rolle. Für mich war klar, dass ich sehr gerne Kinder habe, aber nur, wenn ich mit meinem Partner so ein Modell leben kann, wie wir heute haben. Also das heisst, wir haben das sicherlich ein bisschen so theoretisch eigentlich auch vorher besprochen, bevor wir Kinder hatten, dass wir nicht so in die klassische Falle tappen und zum Glück ein Mann, der das so sehr dreht. Also nicht nur, weil er, also, oder oft höre ich ja so, ja, meine Frau möchte das und ich tue das ihr ermöglichen. Aber er dreht das nicht, weil er das mir ermöglichen will, sondern weil er auch überzeugt ist von dem Modell. Mhm. Und ich denke, wenn man so unterwegs ist wie wir, braucht es einfach auch sehr viel Kommunikation, Austausch. Wir haben relativ wenig Flexibilität in unserem Alltag. Also wir sind recht durchgeplant. Wir sind dort auch sehr konsequent, dass wir wenig davon abkommen. Also er schaut immer am Morgen zu den Kindern, ich am Abend. Und dann gehe ich im Normalfall eben am Abend nicht an einen Termin, weil es einfach ein Rattenschwanz wird nach sich ziehen. Und ich glaube, wir haben dort sehr die gleiche Haltung. Ich glaube aber, es braucht wirklich auch Frauen und Männer, die auch näher gelten lassen. Mhm. Wenn beide Partner gleich involviert sind, Kinderbeziehung, auch wenn man die gleiche Werthaltung teilt, läuft es doch nicht gleich. Und ich denke, dort muss man einfach auch loslassen können. Und ich höre oft, dass dann, wenn der Papa seinen Papa-Tag hat, noch Kleider rauslegen am Morgen und so Zeug. Und dort habe ich einfach das Gefühl, ja, nicht anfangen mit solchen Sachen. Und wenn ich jetzt das Gefühl hätte, die Kinder wären nicht anständig angelegt, dann ist es halt entsprechend so, ist bei uns nicht so. Aber ich glaube, man muss wirklich einfach gelten können und auch die Verantwortung wirklich wollen abgeben. Mhm. Und das finde ich, das ist immer wieder ein Aushandlungsprozess, wo halt, je nach Anforderung, ob im Job oder mit den Kindern oder auch Diskussionen um eine Partnerschaft hat, die permanent muss geführt werden. Ich möchte gerade noch bei dir und bei dem Thema bleiben, weil wir diskutieren das jetzt hier natürlich, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weil wir sind ein Podium mit Frauen. Mhm. Auf einem Männerpodium ist das eigentlich nie das Thema, wenn ein Haufen CEOs in einem Panel sitzen, dass man darüber redet, wie sie jetzt ihre Vereinbarkeit hinbekommen.
Meinst du, das ist das Problem, dass man die Frauenthemen eigentlich auch immer nur mit den Frauen diskutiert und es nicht zu einem Männerthema macht? Also ich finde das ganz klar, weil für mich hat die ganze Diskussion um Diversität, um Frauen in Führungspositionen, das ist kein Frauenthema. Das ist ein Thema, das alle angeht. Und folglich ist ja auch, wenn wir jetzt mal auf unser Modell zurückkommen, wo beide gleich viel ihre Kinderbetreuung machen, ist für meinen Mann der genau gleich Challenge. Mhm. Und ich finde eben umso mehr, dass man das gerade in Männerpositionen zum Thema machen oder im Männerpodium, wenn es das gibt, und eben auch mit Männern in dieser Phase 30 bis irgendwie 45 Jahre offen können diskutieren. Und wenn es diskutiert ist, höre ich halt oft so ein bisschen, oh, der hat seinen Papa-Tag. Oder das Schlimmste finde ich, wenn man sagt, er hütet seine Kinder. Er sagt, Papa, er hütet seine Kinder. Man schaut einfach zu seinen Kindern. Ich tue doch meine Kinder nicht hüten. Und ich versuche jeweils, wenn ich dort auch im Austausch bin, vielleicht eher in einem männlichen Umfeld, so ein bisschen subtil ein bisschen einzuwirken und das ein bisschen zu spiegeln. Aber ja, ich finde, man sollte sehr viel mehr unter Männern thematisieren. Merci vielmal. Du hast schon das Stichwort Diversität gebracht und ich finde das eigentlich eine super Überleitung. Be Like Great ist ja das Netzwerk zwar auch für Frauen in Tech, und wenn sich die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt fragen, wieso eigentlich Grace, dann wäre es jetzt Zeit, googeln zu gehen und herauszufinden, wer ist denn diese Grace? Brigge, was heißt für dich Diversität und was bringt es mir als Unternehmen, divers zu sein? Ja, mir ist es wichtig, noch schnell zu sagen, es ist sicher nicht nur um Genderdiversität geht, also es geht nicht nur um Frauen und Männer, sondern es geht um kulturelle Diversität, um Rassendiversität, was auch immer. Das kann man eigentlich machen, wie man will. Ich persönlich bin jetzt am meisten in der Förderung von Frauen in MINT-Berufen tätig, weil mir halt einerseits das MINT-Thema nahe ist und andererseits aus biologischen Gründen das Frauenthema natürlich. Aber grundsätzlich ist in diversesten Studien nachgewiesen, dass Teams, die wirklich verschieden zusammengesetzt sind, sei es jetzt eben Gender oder kulturelle Diversität, dass die eigentlich viel bessere Produkte erarbeiten oder Dienstleistungen erarbeiten können. Und das allein ist ja eigentlich ein genug guter Grund, meiner Meinung nach, zu sagen, ja, wir können unsere Geschäftsmodelle optimieren, indem wir eigentlich die Leute, die daran arbeiten, zusammensetzen und am Schluss eigentlich bessere Produkte bekommen. Und für das setze ich mich ein. Oder setzen wir uns mit Be Like Grace ein. Ich bin ja da nicht alleine. Monika Blaser ist auch noch mit im Boot. Und ich denke, ein wichtiger Teil davon ist nicht echt nur, wir wollen nicht einfach Frauenförderung in diesem Sinn machen, sondern mir ist eigentlich wichtig, ein Netzwerk zu fördern. Also Frauen untereinander zu motivieren, deutlich austauschen, deutlich zu Jobs verhelfen, da hat sicher Kathrin auch noch einen guten Input dazu zu machen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig und auf der anderen Seite die Sichtbarkeit gewährleisten. Also mal, es gibt die Frauen in Tech, es ist nicht echt nur so, dass es ein Mysterium ist. Und wir können ja nicht alle wahnsinnig gut rechnen und wir können nicht alle gerne doppelt unterstreichen beim Rechnen und was auch immer. Also es hat sehr viele kreative Aspekte auch drin und es ist mir wichtig zu sagen, dass Frauen das gerade so gut auch können. Und das Dritte, was mir wichtig ist und was uns bei Be Like Grace sehr wichtig ist, ist, dass die Unternehmen auch mit einbezogen werden müssen. Also es sind nicht wenn echt nur die Frauen da sind, sondern die Unternehmen müssen sich genau gleich auch bereit erklären oder auch mitmachen, dass sie Diversität fördern. Und ich habe das Gefühl, sie haben wirklich ein sehr grosses Interesse, das so zu machen. Super, besten Dank, Brigge. Und ich will eigentlich da gerade im Anschluss, du hast ja schon die Unternehmen erwähnt und wir haben ja zwei Vertreterinnen von einem großen Unternehmen hier. Kathrin, vielleicht bei der PostFinance, was ist deine Erfahrung? Wird Diversität gefördert und, oder wird sie nicht gefördert? Oder wo hast du das sonst in deinem beruflichen Umfeld erlebt? Also ich denke, bei der PostFinance ist man sehr privilegiert in dem Sinn, dass man ist sehr flexibel mit den Arbeitszeiten. Also vorher ist erwähnt worden, wenn man Kinder hat, gibt es gewisse Einschränkungen. Das kann man nicht von der Hand weisen. Und wenn man dort einen flexiblen Arbeitgeber hat, dann ist natürlich sicher auch Diversität fördern im Sinn von, dass man den Frauen es leichter macht, die Rückkehr nach der Mutterschaft wieder in angestammten Beruf zurückzukommen. Ich denke, was sehr fördernd ist, was ich als sehr positiv empfinde, ist das Klima.
Also ich glaube, im Vergleich zu anderen Finanzinstituten ist sehr viel kollegialer. Und ich glaube, das ist sicher ein Klima, wo nicht, ich würde jetzt auch nicht auf Frauen beziehen, sondern wo ein gewisser Typ Mensch mehr anzieht und entsprechend auch für eine Durchmischung sorgt von den Teams. Ich denke, Diversität muss auch immer gemanagt werden. Und ich würde jetzt mal sagen, ich bin gespannt, wie du das siehst, Claudia, dass man das bei der BossFinanz schon sehr anstrebt. Ja, ich sehe es ähnlich. Also sicher bei BossFinanz, aber auch von der Post aus. Wir sind ja auch noch an der Post angehängt. Und dort ist das Thema sehr präsent. So nehme ich das wahr als Mitarbeiterin. Und auch sonst, wir versuchen, so gut es geht, auch Frauen zu fördern. Und auch, also ich im Rekrutierungsprozess habe ich immer auch die Brille an, haben wir eine Frau, die die Qualifikationen erfüllen würde. Also ich denke, das Ziel ist schon, auch bei PostFinanz, dass wir noch mehr Frauen haben in Führungspositionen oder generell einfach einen höheren Frauenanteil. Andere Themen, Diversität, habe ich das Gefühl, ist PostFinanz im Durchschnitt schon bereits sehr weit. Mhm. Super. Ein weiterer Bereich, wo es immer noch schwierig ist in Bezug auf die Frauenquote, sind die Startups. Silvia, du kennst es vielleicht, du hast ja gesagt, du wurdest doch interviewt für den Bund als Gründerin oder als Entrepreneur. Momentan werden die Frauen in der Startup-Szene ja sehr gefördert und gefeiert. Aber irgendwie fehlt es immer noch an vielen Frauen. Was meinst du, wo liegt der Hund begraben? Es kann sein, dass das gemäß Statistik so daherkommt. Ich habe es in meinem wirklich persönlichen Umfeld sehe ich es eigentlich gerade eher umgekehrt. Also ich habe viel mehr Kolleginnen, die gründen, die den Schritt wagen, als Kollegen. Es kann natürlich auch so sein, dass ich ein bisschen biased bin, dass ich jetzt natürlich selber in diesem Thema unterwegs bin und ich mich wahrscheinlich auch eher mit Frauen zu diesem Thema austausche. Der Hund begraben, ich weiß es nicht. Ich mache eigentlich auch nie irgendwie ein System dafür verantwortlich, sondern setze immer bei mir selber an. Also, was kann dem ich dazu beitragen und eben den Schritt wagen? Und da muss man wie selber den Mut aufbringen oder die Neugier aufbringen, das Engagement aufbringen. Und dort bin ich aber schon auch der Meinung, und das hat mir sicher auch geholfen jetzt in den letzten zwei Jahren, es braucht ein Netzwerk. Also es braucht eigentlich den Austausch mit gleichgesinnten Leuten, die einen unterstützen, Leute, die einem auch Auftrieb geben schlussendlich. Ja, und da, sei es jetzt Be Like Grace oder auch Impact Hub, das Zentrum für Innovation und Digitalisierung. Also ich glaube, es geht sehr viel auf Platz Bern, wo man eigentlich den Austausch, wo man so ein bisschen Gleichgesinnte findet. Ich glaube, das ist wichtig, aber auch, dass man dort herkommt, das braucht so den eigenen Antrieb. Also man muss selber sich irgendwie anmelden für so einen Anlass. Und wenn man dann dort eigentlich die Kontakte hat, dann ist sicher das Netzwerk, was sehr viel ausmacht. Mhm. Sandra, ich habe dich ganz fest nicken sehen. Wie wichtig ist für dich Netzwerk? Du bist ja auch in einigen Netzwerken drin. Also für mich ist es das A und O. Und ich denke, man muss dort wie sehr stark unterscheiden oder sich auch sehr bewusst überlegen, wie baue ich mir ein Netzwerk auf. Ich weiss noch so, in den Anfängen, als ich zu Color Partner bin gestossen und den Bereich der Organisationsentwicklung aufbauen habe, habe ich so ein krampfhaft versucht, wo könnte ich jetzt reinkommen. Und ich bin von einer Veranstaltung an die andere gerannt, habe aber gleich kaum gute Gespräche geführt. Also ich hatte das Gefühl, ich muss wie präsent sein. Und ich glaube, dort habe ich in den letzten Jahren sehr viel gelernt. Also so quasi wie zu überlegen, hey, wo habe ich spannende Leute, die es mir auch Spass macht, mit ihnen im Austausch zu sein. Also so das Netzwerken, einfach für das Netzwerken, habe ich das Gefühl, ist nicht so zielführend, sondern sich wirklich zu überlegen, hey, wer interessiert mich, mit wem kann ich in Austausch gehen und interessiert sich dann vielleicht auch für mich, für das, was ich mache, ist aus meiner Sicht sehr entscheidend. Und ich bin auch überzeugt, dass es sehr lohnenswert ist oder dass man unbedingt das Netzwerk auch pflegen muss. Also, ich behaupte von mir, ich habe ein sehr gutes Netzwerk, aber es ist überschaubar. Das heisst auch, ich regelmässig auch meine anderen Termine oder Sachen planen für unser Business, wie auch zu sagen, hey, mit diesen Leuten möchte ich mich wieder treffen und wir machen dann schon wieder ab für das nächste Mal. Und ich glaube, dass es sich sehr, sehr lohnt, dort
zu investieren. Aber meine Devise ist einfach, es muss mir Spass machen. Ich habe nicht da Netzwerk anlässt, für das ich einfach auch dort war. Super Überleitung, Sandra, denn wir haben noch ein letztes kurzes Video und wir hören noch mal von Katrin und es geht genau um dieses Thema Netzwerke. Ich denke, was extrem wichtig ist, für Frauen zu wissen, ist, dass 80% laut einer Studie der HSG werden 80% aller Jobs über das Netzwerk und nicht über die normale Stellenausschreibung vergeben. Ich denke, dass das manifestiert, wie wichtig dass es ist, sein eigenes Netzwerk zu nutzen. Ja, wir haben es gehört, 80% der Jobs werden übers Netzwerk vergeben. Brigitte, war das für dich der Grund, mit der Selbstständigkeit auch gleich noch das Frauennetzwerk zu gründen, damals, vor einigen Jahren, als wir beide gerade gekündigt hatten? Ja, ich glaube, das kann ich durchaus bestätigen. Also, wenn ich mit der Selbstständigkeit anfange, daran umstudieren, ob ich das machen will, kann ich also an dieser Stelle sagen, ich habe wirklich schlaflose Nächte wegen meinem Netzwerk. Es geht ein bisschen, dass es du gesagt hast, Sandra. Ich habe das Gefühl, ich kenne viele Leute, aber kenne ich denn die richtigen Leute? Wie komme ich zu meinem ersten Auftrag? Und so weiter. Das hat, das hat sehr viele schlaflose Nächte gegeben. Und ich habe dann eigentlich sehr bewusst angefangen, mein Netzwerk aufzubauen. Und ich sehe es gleich wie Sandra. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben, das so entsprechend zu pflegen. Und Be Like Grace hilft dort natürlich ein bisschen. Und das ist auf der einen Seite sicher etwas, was mir viel gebracht hat, so ein Netzwerk aufzubauen. Ich möchte aber gleichzeitig eigentlich wie auch anderen Frauen ermöglichen, vielleicht das Netzwerk aufzubauen, bevor sie in die Selbstständigkeit hineingehen. Weil ich denke schon, dass das etwas wahnsinnig Essentielles ist, eins zu haben. Also ich kann heute von mir sagen, dass ich 100% von meinen Aufträgen über das Netzwerk überkomme, in der Selbstständigkeit. Und das ist sehr wertvoll für mich. Also das hat sich schon 100-fach zurückgezahlt, oder? Das Pflegen. Ja, Katrin, du hast ja das Thema aufgebracht in deinem Video. Hast du denn selber schon über das Netzwerk Jobs bekommen oder was ist deine Erfahrung damit? Also der letzte Job war nicht über das Netzwerk, aber ich konnte dank dem Netzwerk über den Job informieren. Und ich glaube, das ist schon ein extremer Mehrwert. Und es war ein Job. Also Venturing ist ein neues Berufsbild, das man so nicht an der Universität lernt, das mir auch nicht so bekannt war. Und ich denke, mit dieser Digitalisierung gibt es immer mehr neue Berufsbilder, wo das eben ein extremer Mehrwert ist, wenn man den Zugang zu dem neuen Wissen über andere Leute hat, weil man hat es nicht mehr über einen klassischen Universitätslehrgang. Aber ich habe der Job vorher ist auch über eine bestehende Bekanntschaft entstanden, weil man vorher eine Lieferantenbeziehung war, wo man sich schon kennt hat. Und dann konnte man sich beweisen und dann gibt es je nachdem eine Chance. Super. Wir haben noch einige Fragen von unserem Publikum bekommen und die möchte ich euch natürlich in die Runde werfen. Und Claudia, weil ich dich gerade schon hier so ansehe, eine der Fragen ist, wie schafft ihr es, diese Balance zu finden zwischen Geschäftsleben, Leben mit Partner, Leben mit Kindern und die persönliche Zeit und die Zeit zusammen zu organisieren? Und ich habe von der Brigitte im Voraus gehört, dass du da ein ziemlich spannendes System hast. Ja, also wie ich schon gesagt habe, es ist wirklich eine Frage vom Organisieren. Und Sandra hat das vorhin auch sehr gut gesagt, und das leben wir auch so, wir sind sehr konsequent. Also, wir haben eben nicht mehr viel Spielraum. Zum Beispiel, wenn wir arbeiten, wenn wir Kinder versorgen, das ist, mit Kinder versorgen meine ich Schule einerseits, andererseits aber auch Hobby, Fußballtraining, Schwimmen, Partys, Festli und. Für einen selber bleibt einfach fast keine Zeit mehr übrig. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen der Kompromiss, den man eingehen muss. Und darum tun ich das auch unterstützen, was der Beide gesagt hat, oder das Netzwerk, also das Networking, das muss man so gut planen. Und da hat man wie keine Zeit mehr links und rechts dabei zu sein, sondern ist eigentlich alles, was man macht, ist sehr geplant. Und es lässt dann auch nicht viel Spielraum, dass man spontan ist. Das ist sicher auch ein bisschen der Preis, den man zahlt, für dass man beide Karriere leben, berufliche Ziele leben, aber auch den Kindern muss es ja auch gut gehen. Oder? Man hat sich entschieden für die Familie und sie sollen nicht darunter leiden. Und das ist immer so ein bisschen Gratwanderung, dass der Druck, den man selber hat. Und ich denke, alle haben ein bisschen Druck, oder manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und das Ziel ist wirklich, dass die Kinder den Druck nicht spüren, oder dass sie nicht am Morgen schon man so steht, so,
Oder es ist immer so ein bisschen, sie müssen wie mitspuren, sonst geht es wie nicht. Und das ist so ein bisschen Balance. Aber es gibt kein Rezept. Es ist wirklich eine Sache vom Planen, vom Organisieren, aber sich auch vom daran halten. Oder man muss sich wirklich daran halten, weil sonst geht das System zusammen. Und das ist dann, das passiert auch. Also es ist nicht so, dass man es immer 100% im Griff hat. Aber dass man auch wieder daraus lernt, oder wir dürfen nicht mehr irgendetwas neben durchplanen, weil sonst endet es im Fiasko, so ein bisschen übertrieben gesagt. Also es ist wirklich eine Frage vom Planen, aber natürlich auch eine Frage von eigener Motivation, vom Herz, das man hat für das, was man macht. Und das treibt einem ja auch an, das gibt ihm sehr viel Energie, positive Energie, dass man das eben auch kann tragen kann. Merci vielmals. Silvia, man braucht ja nicht unbedingt Kinder haben, zum irgendwie Stress haben. Ich denke, vor allem im Leben so als Unternehmer hat man auch so einiges an Stress. Und auch da wollte einer unserer Zuschauer wissen, wie gehst du oder wie geht ihr mit Stress um? Was ist vielleicht dein Hilfsmittel dagegen oder dein Magic Wand? Also ich liebe positiven Stress, wo ich unter positivem Stress sehr, sehr gut funktioniere, sehr fokussiert arbeite. Also solange es wirklich noch so im normalen Rahmen ist, habe ich gerne viel auf dem Tisch, gerne viel zu tun, weil dann wirklich so das Momentum sich einstellt, wo ich sehr fokussiert am Arbeiten bin. Wenn es zu viel wird, und dann muss ich mich wirklich selber auch noch besser lernen, an die Nase zu nehmen, wenn es zu viel wird, raus. Wirklich raus, alles liegen, gleich joggen, auf das Velo, in den Wald spazieren. Also das ist wirklich einfach so meine Kraftquelle. Mhm. Und dort wirklich diesen Moment wirklich auch erkennen und sagen, jetzt bringt es nichts, wenn ich jetzt hier nochmal zwei Stunden dran hocke, es wird nicht besser, weil ich drehe irgendwie im Rädchen. Wirklich die Sachen liegen und raus. Das ist wirklich das so eine Natur, die ich dann körperlich runterfahren kann, andererseits schaffe ich es da oben irgendwie weiter und meistens komme ich zurück und habe die Lösung. Mhm. Brigge, vielleicht an dich auch die gleiche Frage, weil ich weiß es, wir hatten beide eine Zeit, wo wir sicher am Rad gedreht haben. Wir haben uns dazu ein paar Mal ausgetauscht, wo das Wasser bis hier stand und dann noch was dazu kam. Was ist dein Learning daraus oder wie gehst du jetzt damit um? Also ich bin nicht sicher, ob ich die richtige bin zum Ratschlag, aber ich habe es selber wirklich nicht zum Griff. Aber mein Learning daraus ist sicher, auch wenn man nicht Familie hat, ist es trotzdem sehr wichtig, dass man ein gutes soziales Umfeld hat und auch Vertrauenspersonen und auch Leute, die einem halt vielleicht näher mal sagen, hey, los, jetzt musst du echt wirklich mal runterfahren. Oder jetzt musst du wirklich mal etwas Auszeit nehmen. Oder jetzt, ja, näher auch Leute, die ganz bewusst sagen, los, jetzt mal, jetzt ist Abend, 9 Uhr oder was auch immer, jetzt gehen wir noch zusammen fort. Oder keine Ahnung, was, wenn es nur etwas gerade trinken ist oder irgend so etwas. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und auch Sparringpartner zu haben, also mal. Manchmal, wenn man so in diesem Hamsterrad ist, ist es vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierig, um überhaupt zu sehen, ja, ist jetzt das ein sinnvoller Stress und braucht es das jetzt wirklich? Oder streben wir jetzt echt zu fest nach Perfektion streben und säglich weiter, wenn es schon längstens gar nicht mehr nötig wäre? Mhm. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man manchmal so ein bisschen den Austausch hat und jemand, der ihm das spiegelt. Und ja, das versuche ich ein bisschen so zu machen. Aber ja, zugegebenermaßen klingt mir das nicht immer gleich gut. Aber es ist spannend, was du sagst, weil es ist ja eigentlich so, das Netzwerk, das aber mehr ist als das Netzwerk, die dann wirklich Freunde oder eben berufliche Sparringpartner sind, die eben genau in diesen Situationen diejenigen sind, die einem den Spiegel vorhalten können oder das richtige Wort einbringen. Ja. Ich finde auch wichtig, dass ein Sparringpartner nicht immer in der Firma in muss sein. Also ich kann mich erinnern, als ich gegründet habe, also wir haben das zweite gegründet und ich habe ganz viel Wert darauf gelegt, jemanden in der Firma in zu haben, weil ich das Gefühl hatte, ich muss einen Sparringpartner haben, der bei mir in der Firma in ist, weil der hat ja nicht die gleichen Probleme wie ich. Oder? Dann kann mir das viel besser spiegeln. Und dann habe ich meine Meinung ein bisschen revidiert und heute ist es eigentlich so, dass ich viele verschiedene Sparringpartner und Sparringpartnerinnen haben, muss ich sagen. Also das ist auch da wieder sehr bewusst auch verschiedene Leute und Geschlechter und Rollen, die mir das spiegeln. Und zum Teil eigentlich ganz gut, dass sie eben nicht mehr Firma in sind, sondern dass es wirklich externe Leute sind, die einen komplett anderen Hintergrund haben und eben gerade andere Probleme haben. Und ja, das ist sehr wertvoll für mich. Danke dir. Ich sehe, unser Publikum ist immer noch interessiert an diesem Führungsthema. Deswegen okay, ich darf noch mal zu dir, Sandra, kommen. Und zwar einfach die Frage, es gibt ja auch Teams oder Firmen,
wo ein Team sich selber die Führungsrolle wählt oder die Führungsperson wählt. Wäre sowas bei euch denkbar, dass es zwar fixe Rollen gibt, aber dass es ein bisschen das Unternehmen selbst bestimmt? Für uns ist das grundsätzlich denkbar. Wir funktionieren Stand heute noch nicht oder nicht selbst organisiert. Wir sind aber immer wieder auch ein bisschen am Diskutieren. Für uns oder wäre sicherlich, wenn wir diesen Weg gehen, würden wir es nicht ganz in Reinform machen, wie in all diesen Theorien oder in diesen Pilotversuchen entsprechend quasi gefordert oder definiert wird. Ich glaube, dass bei uns sehr viel schon eben sehr, sehr flach funktioniert und die Leute sehr eigenständig funktionieren. Ich weiss aber auch von verschiedenen Unternehmen, die wirklich sagen, es braucht sehr, sehr viel Zeit, wenn man diesen Weg geht. Oh, es muss sehr überzeugt sein. Also ich bin grundsätzlich überzeugt, dass es der richtige Weg sein kann. Aber ich höre auch wirklich von Firmen, die sich fast nur noch mit sich selber beschäftigen, relativ lang, weil man die Rollen müssen ja gleich definiert sein. Das hat ja nichts damit zu tun mit Laissez-faire. Und vielleicht auch ein bisschen Ausrede, aber uns fehlt im Moment einfach, oder sind länger einfach schlicht wirklich auch Zeit, oder wir wollen uns nicht so viel Zeit nehmen, für diesen Weg zu gehen, weil ich überzeugt bin. Und ich glaube auch, Mitarbeitende von Color Partner würden das sagen, dass es eigentlich so sehr gut funktioniert. Ich glaube, du sprichst mir aus der Seele. Es ist zwar immer spannend, die Selbstorganisation, und es gibt bestimmt Unternehmen, für die das der Weg ist. Und ich bin mir aber auch sicher, es gibt den anderen Weg. Ich kenne auch viele Unternehmen mit dem klassischen Patron-Prinzip, wo es aber gut funktioniert, wenn das die entsprechende Person ist, die die Rolle so wahrnimmt. Das sehe ich absolut auch so. Oft ist auch so, das patronale Führungsverständnis wird sehr, sehr negativ eingeschätzt. Ich glaube, das hat aber auch ganz viel Gutes, auch im Wahrnehmen vor sozialer Verantwortung, vor Weitsichtigkeit, vor Nachhaltigkeit her. Grosse Herausforderung sehe ich dort, wenn Firmen, die so ein Führungsverständnis haben, und das hat es nach wie vor sehr, sehr, sehr weit verbreitet, irgendwo habe ich gehört, hey, das ist jetzt modern, wir stellen uns jetzt so auf, wir wollen das jetzt auch. Aber eigentlich gar nicht aus innerer Überzeugung so wollen führen. Und dort sehe ich wirklich sehr grosse Grenzen auch. Also natürlich viel einfacher, wenn man eine Generation ist, die per se so funktioniert und nachher kann sagen, wir tun uns zusammen, wir gründen ein Unternehmen und wir legen so los. Mhm. Aber ich sehe, dass dort sehr viele Unternehmen so ein bisschen in diesem Konflikt sind. Man will, weil man sollte vielleicht, aber es entspricht nicht der persönlichen Überzeugung. Und dann geht aus meiner Sicht der Schuss definitiv nach hinten los. Vielen Dank. Ja, in der Zwischenzeit haben wir auch die Resultate von unserer Publikumsbefragung. Wir haben ja gefragt, bei wem ist, wer ist jetzt eigentlich wie dran, mal einen Move zu machen, die Frauen zu fördern, bei wem wäre es jetzt an der Zeit. Und die überwältigende Mehrheit von 75% findet doch, der Staat sollte durch bessere Vorgaben und Maßnahmen jetzt mal für eine Änderung beitragen. Ich würde sagen, 2 Wochen Vaterschaftsurlaub ist ein Anfang, aber noch nicht gerade die Lösung. Und eigentlich die restlichen 25% finden, die Unternehmen müssten bessere Rahmenbedingungen für Mitarbeiterinnen schaffen. Und ich bin schon mal froh, dass es sind 0% für Frauen selbst in Eigeninitiative und auch 0%, die finden, niemand muss das tun und es gibt gar kein Problem. Das ist doch schon mal erfreulicher als Antwort. Und deswegen, nachdem die überwältigende Mehrheit den Staat hier sieht, will ich vielleicht noch mal die Frage an Katrin geben. Was würdest du dir denn vom Staat wünschen, dass er an besseren Rahmenbedingungen schafft? Ja, also bei mir ist es gerade ein sehr aktuelles Thema. Vom Arbeitgeber wird eine Mutter gebaut, wird der Wiedereinstieg sehr gefördert. Wir bieten mir alle Flexibilität. Wir bieten mir nach wie vor eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Aber andererseits bin ich noch nicht in der Lage, im Arbeitgeber zu sagen, per wann, dass ich zurückkomme, weil ich den Kita-Platz erst im besten Fall 2 Monate vorher garantiert habe. Und ich denke, das zeigt für mich ganz, ganz klar das Problem auf, dass das Unternehmen kann auch so gute Rahmenbedingungen für mich schaffen, solange es nicht selber eine Kita hat, ist es schwierig, ich denke, für beide Seiten. Also von dem her, ich denke, ganz klar, Kinderbetreuung ist ein Thema, das für mich könnte besser gelöst werden. Mhm. Brigitte, du bist ja lang schon im Diversitätsthema unterwegs. Was wäre für dich so etwas, das du dem Staat oder dem Gesetzgeber gerne mitgeben würdest?
Ich denke, sich der Vaterschaftsurlaub war ein guter Anfang. Wahrscheinlich könnte man noch etwas weitergehen. Ich würde mir grundsätzlich tatsächlich wünschen, dass es vielleicht nicht mehr ein Vaterschafts- und ein Mutterschaftsurlaub ist, sondern dass man vielleicht wirklich von einem Elternurlaub redet. Ich kann mir auch vorstellen, dass das die ganze Diskussion, ich weiß nicht, wie du das siehst, Sandra, würde erleichtern. Zum Thema, wer ist jetzt wann daheim, für was daheim? Und man muss sich sicher auch weniger rechtfertigen. Ich glaube, auch die ganze Thematik, wenn man 30 wird langsam und man will den Job wechseln, wird man vielleicht nicht mehr gefragt werden, wirst du Mutter demnächst, sondern vielleicht würde der Mann noch eher gefragt werden, wie sieht es bei Familienplanung aus? Und dann hat man dort eine Gleichstellung. Ich glaube, das wäre sicher, in diese Richtung könnte man etwas machen. Sehr schön. Ich habe ein spannendes Gespräch neulich gehabt, genau zu diesem Thema. Und die betreffende Person meinte, es ist ja eigentlich Ironie pur, dass das Ding immer noch Mutterschaftsurlaub heißt. Mit Urlaub hat das Ding ja mal gar nichts zu tun. Also ich denke, wir sehen da noch einiges an Handlungsbedarf in dem Bereich. Silvia, vielleicht auch an dich. Was wäre so dein Wunsch? Was bräuchtest du, damit du das Gefühl hast, du wirst genug gefördert oder Frauen werden genug gefördert? Was fehlt dir aktuell noch? Also ich hätte wahrscheinlich dafür abgestimmt, dass doch die Frau eigentlich von sich aus muss den ersten Schritt machen muss. Wir sind ja doch in der Position, sei das jetzt in einer Corporate-Anstellung oder in dem, wo wir selber in ihrer Selbstständigkeit, dass das der erste Schritt müssen wir machen. Wir müssen wollen. Und wenn uns irgendwie noch Steine in den Weg gelegt werden, dann ist es an uns, um auf die Steine aufmerksam zu machen. Was ich aus meiner aktuellen Situation kann sagen, das hat jetzt weniger mit dem Diversitätsthema, mit dem Frauenthema zu tun, sondern mehr so mit dem Unternehmertum, was es dort alles braucht, bis man eine Firma gegründet hat, Anmeldung, AHV, die zuerst zur Gemeinde, auf vor Gemeinde, irgendwie zum Kanton und alles noch händisch ausgedruckt und unterschrieben. Also dort sind wir sicher, wir sind ja an den Digitaltag, dort sind wir sicher in gewissen Themen noch nicht so unterwegs, wie ich mir das gerne wünschte. Und ich glaube, es gibt wie die beiden Aspekte. Einerseits, dass wir von uns aus für das einstehen, was uns wichtig ist, und dass wir nachher die Rahmenbedingungen auch vorfinden. Und wenn wir sie noch nicht vorfinden, dass wir uns auch dort selber stark machen. Merci vielmals, was für ein gutes Schlusswort. Vielen Dank euch allen, dass ihr heute mit dabei wart, dass ihr hier wart und gezeigt habt, welche Frauen in Tech es eben gibt. Und für alle, die jetzt noch nicht genug erfahren haben, unbedingt auf den YouTube-Channel von Be Like Grace schauen. Und ich hoffe auch, Brigitte, dass wir bald mal wieder ein Live-Event haben können. Und sonst gibt es sicherlich einige digitale Events. Und ja, ich freue mich, euch bald mal wiederzusehen. Vielleicht können wir sogar real life, so wie jetzt. Und sonst hoffe ich, euch bald wieder digital zu sehen. Merci vielmal, dass ihr heute mit dabei wart.